Frau Lindemann, kennen Sie Existenzangst? Haben Sie in diesen Tagen Existenzangst? Ja, doch, schon. Mein Job, ja, steht ja schon ein bisschen auf dem Spiel jetzt, wenn uns der Erdölhahn zugedreht wird. Und auf halbe Last können wir nicht. Und dann merke ich natürlich auch, weil alles teurer wird. Die Lebensmittel und ja, die Mieten, die Gasumlage. Was legen Sie zurück? Wie bereiten Sie sich darauf vor, auf den Herbst, auf den Momentan Winter mit Ihren drei Kindern? Momentan kann ich ehrlich gesagt gar nicht zurücklegen. Ich lebe gerade schon von meinen Ersparnissen, muss ich ehrlich sagen. Das heißt an der Stelle, also sparen, 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 Energie sparen, aber Geld sparen können Sie gar nicht. Nee. Wie spüren Sie diese Angst? Bereitet Ihnen das schlaflose Nächte? Wie sprechen Sie mit den Kindern drüber? Ich habe tatsächlich schon Vorräte angelegt für den Fall, dass wir eine Dunkelflaute haben und zwei Wochen oder so überhaupt keinen Strom mehr kriegen. Das habe ich. Dass wir für zwei Wochen was zu essen haben. Und einen kleinen Gaskocher. Meine Kinder zeigen mir einen Vogel, die lachen mich aus, ja. Aber wir werden ja sehen. Herr Sarrazin, wie konnte das in Deutschland so weit kommen, dass jemand, der arbeitet über zwei Jahrzehnte in der Raffinerie in Schwedt, alleinerziehende Mutter, mitten im Arbeitsleben, hat Angst um ihren kleinen Wohlstand? Hat Existenzangst. Ja, dass sie Angst haben, das ist zu verstehen. Das ist ganz klar. Das hätte ich auch in ihrer Situation. Letztlich muss ich die Politik fragen. Wie kam sie? Man muss ja immer fragen, wie kam es dorthin? Ja. Und wie kann man dem Einzelnen helfen? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ja, ich rede darüber, wie kam es dorthin? Ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut, nachdem sie mich eingeladen hatten. Also der Deutschland hat ja beim Bezug davon Erdgas keinerlei Preisvorteile gehabt gegenüber anderen Ländern. Wir haben in den letzten 15 Jahren exakt das gezahlt, was andere auch zahlen. Das heißt, wenn wir unser Erdgas woanders bezogen hätten, in anderen Strukturen wie Frankreich, wie Spanien, wie andere Länder, hätten wir dasselbe gezahlt und hätten jetzt keine Not. Und hier hat wohl die deutsche Politik insgesamt versagt, nämlich alle die unkritisch eben gesagt haben, naja, wenn das Gas aus Russland kommt, ist doch okay und die Leitung ist doch da und die werden schon nicht auf unser Geld verzichten. Die haben sich alle geirrt. Das aufzuarbeiten braucht eine eigene Sendung. Jetzt ist man da, wo man ist. Und dann ist die nächste Frage, was hätte die Politik tun können, als ein Marsch kam in die Ukraine. Und da muss ich sagen, sie hatte keine andere Wahl, als zu sagen, mit diesem Land, das von diesem Mann geführt wird, treiben wir keinen Handel mehr. Alles andere wäre da politisch ganz unmöglich gewesen. Sagen Sie, diskutieren wir hier noch an ja, dem Tisch? Ja, gut. Und, Sie sagen und da bin ich bei dem dritten Punkt, wie man mit der Situation umgeht. Ja. Und da beginnt also meine Kritik an der augenblicklichen Politik. Sie war davor, beim Vorfeld. Daran sind viele schuld. Das ist vergossene Milch. Und jetzt wäre für mich ganz klar, man muss ja also drei Gruppen unterscheiden. Jemand wie mich mit seinem Einfamilienhaus, einem vernünftigen Pensionseinkommen. Es ist natürlich auch dann sehr ärgerlich, wenn die Gasrechnung steigt, aber es ist nicht existenziell. Und ich muss deshalb auch jetzt darauf nichts verzichten. Und das gilt für also viele Millionen Deutsche. Und am ganz unteren Ende der Gesellschaft gilt für also 7 Millionen Empfänger davon Grundsicherung. Ist das auch nicht existenziell? Da ist halt der Staat letztlich das Erdgas. Und in der Mitte ist eine Gruppe, für die ist das existenziell. Und denen muss man helfen. Und zwar. Wie viele Millionen sind das? Das sehe ich jetzt. Wir haben 80 Millionen Deutsche, ich würde mal sagen 10 Millionen. Für 10 Millionen? 10 Millionen, also 7 Millionen ganz jetzt aber in der Einkommensskala, ganz unten in der Einkommensskala Grundsicherung, dann also 10 Millionen, das sind jetzt wie Sie, der Alleinerziehende mit drei Kindern, kein so wahnsinnig hohes Einkommen, das sind der Rentner, die kurz über der Grundsicherung liegen. Es gibt viele, viele unterschiedliche Fälle und da muss man helfen und so helfen, dass man die jetzt nicht am Gassparen hindert. Also es ist falsch, das Gas zu subventionieren. Jeder soll möglichst viel Gas aktiv einsparen. Man muss ihnen helfen durch allgemeine Einkommenshilfen. Das kann man einbauen ins Wohngeld, das kann man einbauen in die Einkommensteuer, Lohnsteuer. Da gibt es unterschiedliche Wege. Ich würde sagen, eine Familie X, die eben jetzt durch Benzin und Energie im Monat nach der 600 Euro Mehrausgaben hat, da müsste man eben sagen, da wird jedenfalls jetzt meinetwegen 50% vom Staat abgenommen, damit auch noch was übrig bleibt, damit auch der Sparanreiz bleibt. Und das geht nur durch
absolute durch Einkommenshilfen, was jetzt passiert, Mehrwertsteuer, ich lache mir ja einen schiefen Ast. Wir haben in unserem Haus in der Charlottenburg 25.000 kWh verbrauchen wir. Und jetzt zahle ich plötzlich statt also 19% Mehrwertsteuer 7%. Also Sie würden eigentlich Ihre Mehrwertsteuer, die Sie jetzt einsparen, gerne Frau Lindemann direkt überweisen. Nein, so weit geht jetzt die Freundschaft nicht. Ich kenne sie ja auch noch gar nicht. Aber ich würde mal sagen, dass der Staat mir das gibt, finde ich einigermaßen absurd.